Ein anderer Tag und Kunstunterricht. Und die Aufgaben für heute, ein 2000-Wörter-Aufsatz? Oh Mann. Oh. Ich wusste, ich hätte heute Morgen Kaffee trinken sollen. Ich bin jetzt schon so müde. Hey, schau mal, die Lehrerin schläft gleich ein. Siehst du? Vielleicht können wir ein bisschen Spaß haben. Sollen wir? Ich dachte, wir dürfen nicht im Unterricht schlafen. Ja, Regeln sind dazu da, um gebrochen zu werden, oder? Wow, schau dir das Zeug an. Warum über Kunst schreiben, wenn wir welche machen können? Wow, tolle Idee. Nimm deine Acrylfarbe und schütte sie auf einen Schwamm. Genau so. Wenn das fertig ist, dreh den Schwamm um. Ja, die Farbe berührt den Tisch. Lass uns gehen. Oh, gut gemacht. Oh, wie lange habe ich geschlafen? Was macht sie denn da? Oh, nee. Ich habe noch Hausaufgaben für euch. Ich wische das ab. Was denn alles in der Welt? Wo kommt denn die Farbe her? Seid ihr Mädchen dafür verantwortlich? Macht das sofort sauber! Oh Mann! Ich meine sofort! Oh, das Zeug wird nie wieder abgehen. Du glaubst doch nicht, dass das permanent ist. Das war die schlechteste Idee ever. Okay, ich bin bereit für diesen Test. Jetzt bloß nicht vergessen, was ich die ganze Nacht gepaukt habe. Ich muss mich nur daran erinnern, was ich gelernt habe. Bleib in meinem Kopf. Mensch, warum ist denn das so schwer? Oh nee, das Wasser ist überall. Moment mal. Oh, ich habe eine tolle Idee. Zuerst brauche ich einen Spickzettel und ein Stück Klebeband. Ich lege das Band vorsichtig über die Antworten. Voila! Die geklebten Antworten sehen schön ordentlich aus. Zeit für eine Schüssel Wasser. Ich werde die Antworten eintauchen. Dann muss ich nur noch vorsichtig das Papier abreiben und... Oh ja, das funktioniert! Das Papier ist weg, aber die Schrift bleibt. Zeit für meine Wasserflasche. Ich klebe das Band direkt auf die Flasche. Perfekt! Jetzt sind die Antworten auf der Wasserflasche. Oh, das wird niemand sehen. Und ich werde den Test rocken. Hey, Jake, Angst vor dem Test? Na, vielleicht hilft ein bisschen Wasser. Nee, echt jetzt. Schau dir meine Wasserflasche an. Okay, du bist großartig. Du bist ein Genie. Oh, tut mir leid für die Verspätung. Mann, der ist aber verschwitzt. Oh, Kate, kann ich ein bisschen Wasser haben? Oh, nee. Kate. Nee. Jetzt, Kate. Oh, meine ganze harte Arbeit. Oh, endlich. Oh, dieses Wasser wird mich abkühlen. Sorry, Kate. Das ist echt Pech. Muss alles trinken. Ich bin mir sicher, dass er das zurückgeben wird. Oh, schon viel besser. Er wirft. Er punktet. Nee, alle unsere Hoffnungen und Träume. Okay, jetzt noch zusammenknüllen. Hä? Was ist das? Hat er mir gerade eine Nachricht zugeworfen? Oh, es ist eine Zeichnung. Die ist witzig. Würdest du mit der Klasse teilen, was so lustig ist? Es ist nichts, es ist... hier. Lass mal sehen. Sieht aus wie eine Zeichnung. Soll ich das etwa sein? Das ist nicht mal meine Zeichnung. Ups. Jetzt fühle ich mich schlecht. Ich muss doch irgendetwas tun können. Hey, ja, das könnte gehen. Noch eine Nachricht? Nö, diesmal nicht. Das habe ich gesehen. Gib mir den Zettel sofort. Mal sehen, was hier drauf ist. Oh, also das ist etwas anderes. Was bist du doch für eine gute Schülerin. Hier bitte. Hä? Was ist gerade passiert?
Was? Ich verstehe das nicht. Psst. Hey, benutze deine Wasserflasche. Okay. Ich denke, ich werde es probieren. Okay, ich habe etwas Wasser draufgeschüttet und jetzt? Wow, eine geheime Nachricht. Das ist so cool. Und auch so richtig. Lustig. Oh, Frau Appleby ist so streng. Ob sie meinen Snack bemerken wird? Was hast du vor, Brian? Können wir uns jetzt bitte alle konzentrieren? Brian, hör auf! Mann, sie sieht alles. Gut, sie hat sich endlich beruhigt. Ich brauche wirklich einen Zuckerschock. Langsam. Und erwischt. Du hältst dich wohl für clever, junger Mann. Es ist hoffnungslos. Ich werde wohl hungrig bleiben. Es sei denn... Hast du kariertes Papier? Benutze ein Lineal, um ein Stück rauszuschneiden. Nimm dann das Papier heraus. Trage Heißkleber entlang der Schnittkante auf. Dann sichere die Seiten mit einem Papierstreifen. Mach das an allen drei Seiten. Dann machst du noch ein paar Kleckse und klebst ein Stück Papier drauf. Jetzt schiebst du das Tablett mit den Süßigkeiten hinein. Ist die Luft rein? Wenn es passt, dann nimm einen schnellen Bissen. Ich habe nur mein Notizbuch geöffnet. Warum ist mir das nicht früher eingefallen? Oh, mein Projekt ist endlich fertig. Hä? Wo sind denn all die Wörter hin? Hat der Drucker keine Farbe mehr? Oh, das Zoom-Meeting mit meiner Lehrerin. Aber ich habe einen Plan. Annehmen? Hallo, Jennifer? Wie du weißt, sind heute Präsentationen dran. Also, sollen wir loslegen, Jennifer? Also, ja, Zoom-Meetings sind ja cool und so. Zumindest, wenn die Verbindung steht. Oh, ich glaube, dein Bildschirm ist eingefroren. Muss eine schlechte Verbindung sein. Und was die Validität angeht, ja, in Ordnung. Und die Zusammenfassung... Oh nein, man wird alles versauen. Na, spielst du einfrieren? Hallo, ich bin Jennifers Mutti. Aha, ja, so, so. Mom, du versaust alles. Du weißt, mit welchem Buchstaben frech anfängt? Oh nein, eine 6. Musstest du unbedingt jetzt sauber machen? Ich wette, du benutzt Seife Millionen Mal am Tag, stimmt's? Na, Seife ist gut zum Händewaschen. Aber auch sehr nützlich für einen großartigen Lehrerstreich. Ja, wenn die Tafel mit Seife bedeckt ist, dann kann man nicht mehr drauf schreiben. Schau dir das an. Oh, dieser Streich wird krass werden. Okay, Klasse. Heute sprechen wir über die menschliche Anatomie. Da gibt es nichts zu lachen, Mädels. Oh, ich kann kaum zusehen. Was ist denn mit der Kreide? Oh, schau mal, wie verwirrt die aussieht. Das ist eine Kreidetafel, oder? Ist das Wachs? Oder was? Mädels, wisst ihr was darüber? Ja. Du liebst Seife? Ja, dann waschen wir sie ab. Zunächst machen wir den Schwamm schön nass. Netter Versuch, Mädels. Wow. Die schäumt ja wirklich auf. Wie soll ich das denn abkriegen? Oh, je mehr ich wische, desto schlimmer wird es. Ach, komm schon. Ach, das war's. Ich hab genug von eurem Quatsch. Hier drin ist es wie eine Autowaschanlage. Herrgott noch mal. Oh Mann, ich kann kaum noch atmen. Mit diesem unangekündigten Test wird euch das Lachen schon vergehen. Was? Oh nee. Oh, wir haben die ganze Woche nichts gelernt. Viel Glück, Mädels. Ihr werdet's brauchen. Oh, sieht aus, als würden unsere Noten bald in den Keller rutschen. Oh, meine Mama wird mich umbringen.
Viele Menschen wissen nicht, dass die Arbeit eines Lehrers mit dem Läuten der Glocke nicht fertig ist. Puh, diese ganze Benotung hat mich fertig gemacht. Ich wünschte, ich hätte Zeit für ein kleines Nickerchen. Puh, all diese roten Flecken bedeuten nur eines. Eine 4. Sieht so aus, als würde Frau Appleby endlich eine wohlverdiente Pause einlegen. Wenn ich es rechtzeitig zum Lehrerzimmer schaffe, kann ich die letzten 10 Minuten meiner Lieblingsserie schauen. Aber sie ahnt nichts, denn Kate hat um die Ecke gelauert und auf den richtigen Moment gewartet, um sich auf sie zu stürzen. Gut, die Luft ist rein. Sieht aus, als hätte Frau Appleby die Klausur von heute Morgen benotet. Ist meine dabei? Ist das ihr Ernst? Sie hat mich dumm genannt? Das kann nicht stimmen. Ich habe mir einen abgebüffelt. Es sieht so aus, als ob sich die Dinge doch noch zu meinem Gunsten entwickeln könnten. Für diesen Streich brauchst du eine leere Tasse und etwas schokoladenbraune Modelliermasse wie diese. Wenn ihr sie ein bisschen flacher macht, könnt ihr sie tatsächlich wie verschütteten Kaffee aussehen lassen. Das sieht ziemlich echt aus, oder? Vergesst nicht, es auszubreiten, um einen Spritzeffekt zu erzeugen. Was? Ich war nur 2 Minuten weg. Wie ist das passiert? Mal sehen, ob es durch den ganzen Stapel gelaufen ist. Moment mal, ist das überhaupt Kaffee? Ich weiß nicht, was das ist, aber es ist ekelhaft. Schaut nur!